Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei der Gaming-Kultur. Diesmal mit dem Namen der Folge Wannabe-Pros, beziehungsweise Leute, die versuchen, Pros zu emulieren. Ich habe jetzt eine lustige Geschichte, mit der ich jetzt anfangen möchte, und zwar von meiner Kindheit. Hat übrigens nichts mit Gaming zu tun, einfach nur um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ich habe früher mit ein paar Kumpels immer gerne hier draußen auf dem Hof Fußball gespielt. Ich war total scheiße im Fußball. Nie im Verein, ich bin immer noch nicht wirklich toll. Ist ja auch egal, muss man auch nicht. Ein Kollege von mir, der hielt sich für so einen Wannabe Diego Maradona. Nie im Verein gewesen, grottenschlecht, genauso wie ich, genauso scheiße wie ich. Aber der hielt sich für einen Pro, ja? Und jedes Mal, wenn ich ihm den Ball zugespielt habe, stand er davor, hatte keine Ahnung, wie man fummelt, hat angefangen, da um den Ball so komisch rumzutanzen, als würde er Capoeira machen oder würde er versuchen, mit dem Ball in den Tango einzugehen. Dann habe ich ihm einmal gesagt, Micha hieß er. Micha, du bist kein Pro. Wieso versuchst du krampfhaft einer zu sein? Du bist keiner, du kannst das nicht. Also, ja, aber die machen das auch. So, ja, super, bei denen klappt das, aber die wissen auch, wieso die hier mit den Beinen die ganze Zeit sich da drehen, wieso sie um den Ball da drüber gehen. Die wissen, die haben einen Sinn dahinter. Also, du musst einfach nur blöd rumstehen und ihren Ball abnehmen lassen. Aber siehst du auch den Vollidiot. Hat unsere Freundschaft zurück vertragen, aber einfach nur, damit ihr versteht, worum es geht. Es ist übrigens Nikolaus, deswegen habe ich diese coole Mütze auf. Habe vorhin den Reaper-Talk aufgenommen, aber ist jetzt sehr, sehr spät am Abend. Also kann sein, dass die Videos in falscher Reihenfolge hochkommen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Gaming-Kultur, Wannabe-Pros. Als ich früher Walk of Die gespielt habe, war ich sehr, 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 sehr gut. Ein Kollege von mir war weniger gut. Und der hat mich darum gebeten, ihm einmal über die Schulter zu gucken, wenn er zockt. Der hat mir immer über die Schulter geguckt, dann hat er andersrum gebeten. Und beim Zocken ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn er auf einen gegnerischen Armee getroffen ist, das erste, was er gemacht hat, war nicht mit seinen Helden Spells zu casten oder seine Armee zu justieren, er hat den gegnerischen Helden angeklickt. Dadurch hat er immer so 2, 3, 4 Sekunden verloren. Indem er halt hätte mit, er hatte mal Nachtelf gespielt mit seinem Demon Hunter, Mana Burn zünden können, was auch immer. Dann gefragt, Robert, wieso machst du das? Aber du machst es doch auch. Ja, aber ich weiß, wonach ich suche. Ich weiß, wieso ich die Helden anklicke. Ich weiß, wenn ich die Items von denen sehe, dann weiß ich, okay, die können nur da, da und da gewesen sein. Anhand der Armee, die sie haben, können die aber an dem und dem Spot nicht gewesen sein. Also waren die an dem. Denn in dem waren die wahrscheinlich auch nur den und den mitgenommen. Das heißt, ich kann da und da erstmal überhaupt nicht hingehen. Oder ich soll da nicht hingehen, weil da nichts ist. Ich hatte schon eine Strategie im Kopf. Ich hatte schon einen ganzen Plan. Du hast das nicht. So. Ja, aber du machst das doch auch. Den Anschluss für dieses Video hat mir ein Video von uns gegeben, das ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, Dragon Knight ist kein Held für die Mitte. Und auch Leute ausgerastet und haben gesagt, wie kannst du das wagen? Hast du dir nie das Metagame angeguckt? Und das ist der Grund, wieso ich diese Folge der Gaming-Kultur mache. Einfach mal, um ein paar von euch wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Es gibt einen Unterschied zwischen Public und Nicht-Public und fest organisierten Spiele, ESL, was auch immer. Ein riesengroßer Unterschied. Und diese Lücke, die kann kein Skill dieser Welt stopfen. Ihr könnt noch so gut sein, sobald ihr Public spielt mit Leuten, die ihr nicht kennt, ist es Wurst, das spielt ihr anders. Dragon Knight hat, also das ist einfach nur so auf dieses Beispiel bezogen, kein Escape, extrem fahrabhängig und aus der Ferne kann er nicht wirklich gut engagen. Es funktioniert in der Mitte, weil das Team anders spielt. Es sind andere Gedanken, die da drinstecken. Das Team hat sich darauf eingestellt. Es spielt anders. Wenn der in der Mitte gespielt wird, ich habe es noch nie gesehen, weil ich die Szene nicht verfolge, was mir scheißegal ist, weil ich nicht mehr kompetitiv spiele. Ganz ehrlich. Aber wenn sie spielen, kann ich mir vorstellen, dass die es anders machen, die es anders aufbauen, dass das Team darauf ausgelegt ist, dass der in der Mitte ist, dass er unterstützt wird und nicht anders. Und nicht, dass er losgeht wahrscheinlich zum Gang, oder wahrscheinlich tut das auch so. Aber da stecken andere Gedankengänge drin. Da stecken Gedankengänge drin, die ihr vielleicht auch gar nicht mitkriegt. Gleiches beim Warden, vielleicht ein Beispiel, von dem ich mehr ankam. Ich war ein Jahr lang in der ESL zusammen mit dazu, durch waren wir Supporter. Wir waren im Spiel HON, als es noch genauso war wie Dota, deswegen kann man sagen, wir waren in Dota eigentlich, ESL, waren wir Supporter, waren unter Top 10 Deutschland zweimal vertreten. Und wir waren die Supporter davon, für beide Teams. Team A und Team B. Es gab einen psychologischen Warfare da. Beim Warden. Beim Warden und beim Anti-Warden. Denn ihr wisst, ihr habt unbegrenzte Anti-Wards, aber eine begrenzte Anzahl von Wards, die man kaufen kann. Mit Wards möchte man in der Regel irgendwas verdeutlichen. Man möchte seine Strategie umsetzen. Wenn ich zum Beispiel aggressiv spiele, setze ich aggressive Wards, um zu sehen, wo kann ich einen Gegner ganken.
dass ich defensiv spiele, setze ich defensive Wards, um zu wissen, wann kommen die zu mir. Wenn man also anti-wardet, dann kann man anhand der Strategie der Gegner ungefähr abpassen, okay, die spielen sehr aggressiv, also werden die wahrscheinlich eher aggressive Wards setzen. Kann man da auch anti-warden. Ein Anti-Ward kostet Geld, man kann nicht einfach mal eben so ein Anti-Ward überall hinpflanzen. Ist man pleite. Versteht, was ich meine? Jetzt kann man das so in Schichten spielen, wie beim Poker. Wenn ich jetzt weiß, ich habe 4 Wards, die ich setzen kann, kann ich einen setzen, defensiv, und so ein bisschen defensiver spielen. Die anderen 3 setze ich offensiv, weil ich eigentlich vorhabe, offensiv zu spielen. Weil ich so eine Sekunde lang spiele ich defensiv, so einen Moment, der Gegner denkt, okay, die spielen defensiv, Anti-Ward, sieht, okay, da ist ein Ward, das war's, die Gegner spielen defensiv, wir können in der Aggressive gehen, oder wir können farmen, wir können Rosh anlegen, was auch immer. Die anderen Wards habe ich aggressiv gestellt. Mind Games und so. Genauso kann man durch Wards andere Dinge erreichen. Das hat nicht nur was mit der Vision zu tun, das hat etwas mit psychologischer Kriegsführung zu tun. Aber das erkennt man nicht so, falls man ein Spiel guckt. Als außerstehender Betrachter sieht man das nicht. Und Leute gucken sich das an, als außerstehender Betrachter haben, was ich, jedes Turnier verfolgt in StarCraft 2 und denken sich, ich weiß, wieso er das macht. Oder er macht das, ich will das auch können. Aber die wissen nicht, wieso der es macht. Genauso ein Kollege, mit dem ich immer StarCraft 2 gespielt habe. Der hatte mal 2 hohe Templer bei sich in der Mineralienbase gelassen, in der Base, dafür, falls Medivacs kommen. Ich habe gesagt, das bringt nichts. Wir haben die Pros machen das auch. Ja, die Pros haben noch 40 Trilliarden APM und wissen, was sie da tun. Die wissen, okay, zu diesem Zeitpunkt kann was kommen. Da sind sie schon auf dem Screen und die Reaktionszeit wird schnell. Du bist ein Depp aus der Kupferliga. Egal wie viel da stehen, wenn meine Medivacs da durchkommen wollen, kommen die da durch. Du hast nicht die Reaktionsgeschwindigkeit. Hatte er auch nicht. Hab ich auch nicht. Haben ganz wenige. Das ist allerdings wiederum was mit Skill. Ich sag einfach nur, dass man es abschätzen muss. Als Außenstehender betrachtet, ist es immer sehr leicht zu sagen, ich will das auch tun, was die Pros tun. Ich will es auch können. Ihr seht aber nur das Endergebnis. Ihr seht eine Stufe. Skill oder deren Spielstil, nicht deren Skill, deren Spielstil, ist aber wie ein Eisberg. Ihr seht vielleicht ein Drittel. Die 2 Drittel, die aber unten, unter der Oberfläche sind, das sind die Grundlagen. Das ist das, worüber man sich zusammensetzt im Team und worüber man nachdenkt. Bei Counter-Strike war ich einmal dabei, als ein Kollege von mir so eine Clan-Besprechung hatte, war einmal dabei im Teamspeak, einfach nur mir das anzuhören. Ich bin kacknappen. Counter-Strike. Aber was die da besprochen haben, haben mir einfach gezeigt, wie viel Überlegung da drin steckt. Ja? Da steckt viel zu viel Wissen drin. Die haben das wirklich regelrecht geplant, nach Sekunden aufgeschrieben, in Tabellen und in allem. Und man sieht das als Otto-Normalspieler und denkt man sich so, kann er auch. Voll easy. Kann er auch. Genauso wie in Warcraft 3. Können das dann sehen und sagen, das kann ich auch. Das mach ich auch. Ist voll easy. Also in Dota. Ah, der macht das aber so und so, ich will das auch so können. Oder er skillt den Helden auf die und den Skill. Ich will das auch tun. Vielleicht skillt er den so und so, weil das für seine Spielweise richtig ist. Vielleicht sind die anderen 4 Helden auf genau diese Spielweise ausgelegt. Dieser Skill muss da sein. Aber viele sehen das nicht. Die verfolgen einfach nur diesen einen Helden, weil sie diesen einen Helden lernen möchten. Oder diesen einen Spieler verfolgen, weil der Spieler cool ist, keine Ahnung. Sehen, das skillt den so und so. Kommt sich die und die Items. Neues Meta. Warte, ich muss kurz meine Pampers wechseln. Ich habe mir in die Hose gemacht. Neues Meta. Versteht, was ich meine? Die drehen ein bisschen ab und halten sich dann für Pros und denken dann, die wären die Größten. Vielleicht haben die auch viel mehr Plan als ich. Aber ich kann euch Folgendes garantieren. Wenn diese Pros, wenn jeder von denen, nimmt aus den Top 5 Teams, wir für die zusammen ein Team, das die Public spielen. Die spielen anders, als wenn sie im normalen Spiel spielen. Nehmen die in die Headsets weg, dass die nicht miteinander kommunizieren können, den In-Game-Voice-Chat, wie auch immer, die werden anders spielen, grundsätzlich. Public Games. Egal in welchem Spiel, StarCraft, Warcraft, Counter-Strike, jedes Game. Und organisierte Top-ESL-Level-Spiele sind grundverschieden. Ich will auf gar keinen Fall behaupten, dass ich auf dem Niveau schon bin. Ich bin da schon lange raus. War auch ein Jahr, dass ich einfach jeden Tag haben wir da 3-4 Stunden gezockt. Das ist ja unmöglich. Da waren wir gerade im Ziel, also hatten wir da Zeit. Jetzt ist das unmöglich. Aber die meisten von euch, die gucken sich das an und denken sich so, das ist machbar. Aber das ist es nicht. Ein anderes wunderbares Beispiel, ein super tolles Beispiel, auch eben aus dem Bereich StarCraft 2. Der Spieler Spanish War, als gerade StarCraft 2 hochkam, da kam er gerade raus aus den Anfangstagen. Ja? Der hat so eine ganz neue Strategie implementiert, um CS zu spielen. Das ist ganz anders gemacht. Mit ganz vielen Drohnen, mit Spinecrawl und so weiter. Super neu gespielt. Und alle wollten das. Und jeder, der mich gefragt hat, ey, kannst du mir erklären, wie das geht? Ich dachte, wofür willst du das können?
So, ja, aber du machst das auch, das kommt voll gut, ich will es auch können. Schau mal, erzähl ihm die und die. Ja, erzähl ihm die und die, weil er sich vorher wahrscheinlich 200 Stunden lang Gedanken über Strategie gemacht hat, sich alle Timings aufgeschrieben hat, genau weiß, wann was ist und genau versteht, wonach er sucht beim Scouten. Du musst nicht mal scouten, du liest daraus doch sowieso nichts. Du gehst scouten, guckst dir das an, siehst nichts, aber hast die Zeit, die Drohne eigentlich unterwegs war, nichts mit dieser Drohne abgebaut. Das heißt, du hast erstmal potenzielle Mineralien verloren. Der Trick daran ist ja, die Mineralien, die du potenziell verlierst, an Wissen dazu zu gewinnen. Also, ihr kauft euch für die potenziell verlorenen Mineralien Wissen. Könnt dann dementsprechend eine Strategie aufziehen. Das ist bei der Schraube, aber dann einfach Gott eine Zeit lang. Weiß nicht, ob der immer noch ist. Ich weiß nicht. Und Leute wollten das ausprobieren. Sind natürlich die Schraube nass gefahren, weil die Vorbereitung nicht hatten. Die sahen einfach nur das Endergebnis an. Er baut bei 32 Supply den zweiten Spinecrawler. Jesus kam vom Himmel. Versteht, was ich meine? Es funktioniert so nicht. Ob es jetzt 32 Supply war oder 33, so Wurst. Wichtig ist, dass er den zweiten gebaut hat, den auch gar nicht bauen soll. Er hat einfach aus seinem Gescouteten einen Schluss getroffen, nach dem Motto, ich brauche einen zweiten, ich brauche einen dritten, ich brauche einen vierten, wie auch immer. Deswegen, viele Leute verhaken sich in diesen Bruchstrategien, Anführungsstrichen, so nach der und der Bildorte müsst ihr gehen. Deswegen, falls ihr übrigens meine Videos gesehen habt, StarCraft 2 und WarCraft 3, so habe ich immer gesagt, die Timings sind Wurst. Die groben Timings, so im 20-Sekunden-Rahmen, die sind interessant, ja. Aber ob er jetzt bei 32 Supply was baut oder bei 34 Supply, scheißegal. Ja. Ihr seid nicht so gut. Keiner von uns ist so gut. Solche Kleinigkeiten sind interessant auf dem Master-Niveau, auf dem Grandmaster-Niveau. Dasselbe gilt für Dota. Jedes Mal, wenn ihr sagt, aber der... Warte, ich habe meine Brille nicht auf. Warte kurz. Ich wollte den Trick schon immer machen. Aber der und der Spieler... Ich verstehe, was ich meine. Aber der und der Spieler... Der und der Spieler spielt den Helden so und so. Das will ich auch können. Oder das will ich auch machen. Das ist voll pro. Wahrscheinlich hat er andere Gedankengänge. Vielleicht ist das eine neue Strategie. Oder vielleicht haben die in Testgames erfahren, dass die jetzt zum Beispiel eher eine Affinität zu pushen haben. Und dieser Held ist auf Push-Strategie ausgelegt. Und falls die anderen vier Leute aus eurem Team nicht genau rein zufällig genau die gleichen Helden haben und nicht genau rein zufällig dieselben Games auch gezockt haben und nicht rein zufällig genau dieselben Games auch geguckt haben und nicht rein zufällig genau die gleiche Strategie verfolgen wollen wie ihr, ist es scheißegal, ob ihr das skillt oder nicht, weil die Strategie wird nicht durchkommen. Niemals. Das ist einfach... Es ist teilweise belustigend, aber teilweise einfach erschreckend, wie viele Leute so in Dota 2 vor allem rumlaufen. Die halten sich dann für Pro, denken dann, die wären es. Vielleicht sind sie es auch. Vielleicht haben sie Skill jenseits von Gut und Böse. Vielleicht sind das Götter. Aber die spielen dann Public. Denn Public muss man Public spielen. Es gilt in StarCraft, es gilt in WarCraft, es gilt in allen Spielen. Public Games, Pro Games. Und verschiedene Dinge. Und ganz wichtig, ich möchte dieses Video mit einer kleinen Anekdote beenden. In den DuckTales kam eine Situation, wo Tick, Trick und Track von einem Tiger weggelaufen sind. Da kam Trick, glaube ich, auf die Idee, lass uns auf den Baum klettern. Ich habe ein Buch gelesen, dass Tiger nicht auf Bäume klettern können. Die klettern alle drauf. Der Tiger springt hinterher, klettert drauf. Und Track sagt dann, ich glaube, er hat das Buch nicht gelesen. Das ist eigentlich lustig. Genauso auch mit eurer Strategie. Vielleicht habt ihr bis ins kleinste Detail verstanden, wieso die Strategie so ist. Vielleicht habt ihr bis ins kleinste Detail verstanden, wieso der Held jetzt da und da geht oder bei Warcraft 3, wieso ihr jetzt den Helden anklickt. Vielleicht könnt ihr das lesen. Aber wenn euer Tontu-Partner oder in Dota eure anderen vier Mates nicht genau denselben Skill-Level haben wie ihr und nicht genau dasselbe Wissen haben wie ihr, ist das scheißegal. Denn eure Strategie, die ihr hoffentlich durchsetzen wollt, wird niemals so funktionieren, wie ihr es wollt. Deswegen seht ihr auch unsere Gameplays, dass wir da Spaß haben, Scheiß zu bauen und eigentlich so gut wie nie Strategien ansagen, denn es funktioniert sowieso nicht. In diesem Sinne, ich wollte es einfach nur loswerden, das ist eigentlich Gaming-Kultur, die mich mehr oder weniger extrem stört. Eben dieser Begriff Metagame und dass Leute an diesem Begriff so festhängen, als wäre es, was weiß ich, als wäre es die Heilige Bibel. Ja. Nehmt es mit einem riesen Teelöffel Salz und akzeptiert einfach die Tatsache, Public ist Public. Zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao.